Hallo, willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Wir hatten im letzten Part ja bereits gesagt, dass wir nochmal in die Katakomben müssen, um eben die Röhre zu finden, die uns ins Feuertal, hieß es, glaube ich, führt, wo wir jetzt als nächstes hinwollen. Letzte Plan. Ja, und würde vorschlagen, wir begeben uns da einfach mal hin oder suchen nach der Röhre, beziehungsweise finden die auch so, weil das könnte die sein, wobei die uns eigentlich nur noch weiter nach unten geführt hatte. Ich wollte es innovativ einfach mal nach links hauen. Vielleicht finden wir da ja irgendwas, was uns weiterbringt. Aber hier waren wir nämlich noch nie. Wen haben wir denn hier? Ach, jemand sehen wir noch gar nicht mal können, weil irgendwie ist hier alles gesperrt und... Ah, wir können aber einfach rüberspringen. Auch gut. Also, gestattet Vogelbart, ich sammle Sternsplitter. Aha, je mehr, desto besser. Und du, hast du welches? Es tauscht gegen Orden. Welchen Orden möchtest du haben? Ah, das ist natürlich ganz wild. Hier gibt es ein paar Orden. Gut, ja, aber eh keine Sternsplitter, wo wir irgendwas tauschen könnten. Wir können es aber die Orden mal anschauen. Aha, also beim Sound FXB, beim Angriff erzeugt Mario einen seltsamen Ton. Daneben verhindert Gegner den Erstangriff. Glück gehabt, ein Kampf gegen Angriff auf Mario. Manchmal daneben. Okay, da gibt es also, was ich kann, einige, aber wir haben leider eh keine. Ja, sorry, ich kann dir nichts anbieten. Ich meine, ich nehme die gerne auch for free, aber ich glaube, das ist nicht in deinem Interesse, ne? So, wen haben wir hier? Asian, hallo Mario. Geh bitte auf die andere Seite des Tisches, wenn du meiner Dienste bedarfst. Okay, ja, keine Ahnung, ich glaube, wir werden früher oder später nochmal zu ihm kommen. Sieht mir eher nach einem Wahrsager aus mit seinen Karten. Gut, mehr als ein Szenen ist zu geben, dann war das für doch eine Sackgasse. Wir schauen einfach mal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir unbedingt... Ja, also... Die sieht mir halt sehr interessant aus. Wir machen einfach nochmal jetzt das Fliegen. Dann landen wir zumindest mal hier oben. Da kommen wir wieder hier im Wasser und zieh an. Was haben wir denn hier? Irgendwie glitzig und ziemlich eklig. So, Autz, was soll das? Ich glaube, wir könnten den Stress bekommen. Oh mein Gott, puh, shit. Hello, blub, blub. Wer sagt, wer wagt es, Blubber weh zu tun? Dem größten aller Tintenfische. Blub, bubba, mit mir ist nicht zu spaßen. Blub, blubber, blub. Unversämtes Werk. Blub, blub, blub. Na dann los. Okay, okay. Hier seht ihr meine Tentakeln. Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumbart sagte? Mit Y können wir die Reihenfolge unter des Angriffs tauschen. Wenn deine KP zur Neige geht, solltest du mit Y mich kämpfen lassen. Okay, klingt zum Maganis mal so gut. Ich will aber trotzdem zumindest mal anfangen. Und zwar mit einem 2B. Weil ich glaube, dann ist vierfach Schaden und das ist, ja, macht das ganze Rest gut, zu beseitigen. Also natürlich wollen wir die nie grillen, ist doch ganz klar. Ah, zumindest habe ich mal nichts abbekommen, das ist sehr schön. Okay, schade. Wir können... Wie kann ich... Ach, weil das Ding in der Luft ist, deswegen kann ich nicht mit dem Hammer. Okay, das ist ein bisschen dumm, weil ich hätte die Technik besser nutzen können. Ich muss es erst noch üben, erst jetzt da drauf... Nee, das war auch so spät. Aber egal, das Ding ist weg, das ist die Hauptsache. Nee, der ist noch nicht ganz weg, aber fast. Dann hauen wir noch mit dem Hammer drauf und geben ihm den Rest. Das war immer noch nicht. Na, sage mal. Aber jetzt, oder? Nee, er lebt immer noch, kann aber selbst nicht angreifen, oder? Ja, komm.
Dann gibt es 4 und 4 müsstet ihr noch wirklich mal weghauen. Immer noch nicht. Boah, also der ist schon. Cool, ich komme aber mit Masu-Sauer dazu. Oh nein. Der hat uns natürlich erwischt. Macht nix. Wir hauen mit dem Hammer drauf. Und zwar so, dass es richtig schön bammt. Es kommt wieder mehr Masu-Sauer hoffentlich. Oder er ist einfach weg. Das ist natürlich noch besser. Sehr schön. Schön, schön, schön. Und dann mal wieder Slam-Punkt erhalten. So muss das sein. Das ist doch super. Super. Ja, adios, amigo, sage ich nur. Verdient, sage ich da auch nur. Und et voilà. Das war richtig dumm. Ach, die bleiben halt wenigstens in der Nähe. Das hasst es auch voll beim Mario-Spiel, auch bei anderen, so, wenn man dann so ein gefährliches Terrain hat, der mal reinspringt, wo es giftig ist und sowas. Also, gruselig. Und damit geht's los mit Kapitel 1: Luhards Drachenburg. Das klingt da mal sehr interessant. Und was uns da erwartet? Auf ganz Sponti. Das sind wir im nächsten Part von Mario, Paper Mario, Legenden von Iron Tor. Bis dann, macht's gut. Ja, und ciao.